Als nächstes kümmern wir uns um die Gliederung der Überschriften und dabei um die konsequente Durchnummerierung. Die Überschrift 1 soll also erstens sein, die Überschrift 2 zum Beispiel erstens, erstens, zweitens und so weiter und so fort. Das könnten wir natürlich manuell machen, nur haben wir spätestens dann ein Problem, wenn wir einen Abschnitt dazwischen hineinfügen müssten. Dann nämlich müssen wir alle nachfolgenden Titel wieder neu durchnummerieren. Das ist natürlich sehr fehleranfällig und das möchte ich mir lieber ersparen und deshalb wähle ich diese automatische Gliederungsfunktion, die in Word eingebaut ist. Neben diesen beiden Listen, der Aufzählungsliste und der nummerierten Liste, hast du da diese Liste mit mehreren Ebenen und wenn ich daneben dran auf dieses Dreiecklein tippe, so hast du verschiedene Vorlagen mit Buchstaben, mit römischen Ziffern, Großbuchstaben und Nummern. Du hast hier eine durchnummerierte Liste, die aber immer mehr eingerückt ist, finde ich auch etwas ungünstig. Mir persönlich ist diese am liebsten. Das heißt, es wird zwar konsequent durchnummeriert, aber jede Überschrift beginnt ganz am linken Blattrand. Wenn ich das auswähle, so siehst du, dass automatisch das ganze Dokument schon durchnummeriert ist, bis hin zur Überschrift dritter Ordnung, wo eben dann drei solche Ziffern verwendet werden. Du kannst es jederzeit anpassen, indem du hier diese Einstellungen manuell vornimmst. Hier kannst du für jede einzelne Ebene eine Einstellung vornehmen. Ich persönlich bin jetzt recht glücklich. Falls du jetzt mit diesen Abständen oder so nicht ganz glücklich wärst, so machst du das am besten mit den Formatvorlagen, indem du also da diese Einrückung beispielsweise änderst, reicht immer noch so, und dann, wie auch schon gezeigt, Überschrift 3 aktualisieren, um der Auswahl zu entsprechen. Und jetzt gilt das für alle weiteren Überschrift 3 Formatierungen im ganzen Dokument. Die Überschrift 1 soll jetzt aber unterstrichen sein, und zwar nicht so eine Textunterstreichung, sondern eine Absatzlinie, die sich also über die ganze Seite hinwegzieht, das ist etwas schöner. Das mache ich da mit diesem Symbol. Es ist schon das Richtige ausgewählt. Wenn du es aufklappen lässt, hast du die ganze Übersicht und kannst dir auch schon eine Voransicht anzeigen lassen, also Rahmenlinie unten. Und wenn ich gleich hier bin, so gehe ich noch auf die Optionen, Rahmen und Schattierung und hier wiederum in den Optionen mache ich den Abstand unten etwas luftiger, nämlich 3 Punkt und bestätige wieder. Das verhindert, dass eben das G in die Linie hinein reicht und so schwerer lesbar ist. Nun, das gilt natürlich im Moment jetzt nur für diese einzelne Überschrift. Wenn ich will, dass jede Überschrift so gestylt ist, so gehe ich da neben Überschrift 1 hinein und wähle Überschrift 1 aktualisieren, um der Auswahl anzupassen und alle Überschriften sind so gestaltet. Was ich aber nicht so optimal finde, ist, dass auch alle untergeordneten Überschriften nun mit einer Absatzlinie belegt sind. Das mache ich wieder rückgängig, indem ich in die Überschrift 2 tippe und hier erneut draufklicke, beziehungsweise du könntest hier auch kein Rahmen wählen. Und das müssen wir jetzt wiederum für alle Überschriften 2 machen. Überschrift 2 aktualisieren, um der Auswahl zu entsprechen. Und jetzt sieht es vernünftig aus. Komischerweise hat es mir hier diese Absatzlinie wieder gelöscht, deshalb tippe ich hier erneut auf Überschrift 1 und jetzt stimmt es. Über das ganze Dokument hinweg ist die Überschrift 1 unterstrichen und alle anderen sind korrekt nummeriert.
Bei sehr langen Dokumenten hatte ich auch schon Mühe mit dieser Gliederung. Immer dann nämlich, wenn es einen Abschnittumbruch drin hatte, wurde wieder neu mit der Nummerierung begonnen. Und es gab schon Dokumente, bei denen ich einfach diese Abschnittumbrüche nicht mehr rauskriegte. Und da blieb mir dann nichts anderes übrig, als die Nummerierung trotzdem manuell zu machen. Word ist leider nicht ganz so perfekt programmiert, wie man es sich wünschen würde.